100 Jahre danach. Mit einem Flashmob auf dem Wismarer Bahnhof soll an die Novemberrevolution von 1918 erinnert werden. Jetzt ist der Fischkutter in Schleswig-Holstein. Doch für die Beschäftigten heißt das immer wieder warten. Denn ob es mit der Jast von Mund weitergeht, bleibt weiterhin offen. 1,2 Millionen Euro sind bereits ins Kurt-Bürger-Stadion investiert. Weitere 3,6 sollen jetzt noch in die historische Sportstätte gesteckt werden. Die Initiative Küstenschutz Sandstrand Seebad-Wendorf will den Strand wieder zu einem Prunkstück werden lassen. Erste Ergebnisse sollen noch in diesem Monat vorgestellt werden. Die 1971 gebaute Kaufhalle in der Philipp-Müller-Straße ist platt. 100 neue Wohnungen sollen hier entstehen. Auch in diesem Jahr feiert Wismars Jugend unter ganz besonderen Vorzeichen. Seit vielen Jahren schon wird dieses Spektakel von der AOK organisiert.